Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Schön, dass ihr da seid. Und es geht weiter mit einer weiteren Botschaft über Glauben. Und ich bete noch zu Beginn. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich heute gebrauchen wirst, dein Wort rauszubringen und das Glauben gebaut wird in jedem Herzen. Vater, ich danke dir jetzt für diese Zeit. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, wir haben schon vieles gehört über Glauben. Und was Glaube ist, also ich hole das nur mal so in Erinnerung. Also alles fängt an mit dem errettenden Glauben. Dann ist Glaube, was das im Herzen geschieht. Die Bibel sagt, man glaubt mit dem Herzen. Mit dem Mund bekennt man. Dann gibt es, wie wir gehört haben heute, verschiedene Stufen von Glauben. Dann der Glaube wächst, haben wir gehört. Dann Glaube und Treue, das kommt aus derselben Wortwurzel, das ist Pistis. Glaube und Pistos ist Treue. Also das ist sehr eng miteinander verbunden. Glaube und Treue. Dann, was wir gehört haben, ist, es gibt Glaubensprüfungen. Abraham hatte eine schwere Glaubensprüfung mit seinem einzigen Sohn oder mit Isaak. Und dass die ganze Nation Israel aus Glauben hervorgekommen ist. Man kann schwach werden im Glauben. Das haben wir heute auch gehört. Es gibt, der Glaube ist nicht immer gleich stark. Dann kommt der Glaube aus der Verkündigung, aus dem Wort Gottes. Das sind also alles Dinge und also das ist immer wieder gut, dass man es immer wieder hört. Also da gibt es nicht irgendwo ein Ende. So, jetzt habe ich das gehört über Glauben, ich weiß jetzt Bescheid, sondern das kann man immer wieder hören. Und der Glaube ist ja nichts, was so unbedingt im Kopf ist, sondern mehr im Herzen. Und da gibt es eine Bibelstelle, die ist im Römer 10. Und es ist der Vers 9 und 10, das ist eine bekannte Bibelstelle, die nimmt man auch gern, um jemanden in die Errettung zu führen. Und da heißt es hier, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dort haben wir diese beiden Elemente, die auch zusammenspielen im Glauben. Einmal das Herz und einmal der Mund. Und wie Referent Raffaella das heute ja gesagt hat, mit dem, manchmal denkt man schon, man ist gewachsen im Glauben, und wenn eine schwierige Situation auf einen zukommt, dann sieht man, wo man steht im Glauben. Und
Das sieht man auch, das ist, man kann sagen, das ist jetzt eine Glaubensprüfung oder also man kann herausfinden, wo man steht und ob der Glaube wirklich, das Wort Gottes wirklich im Herzen ist. Und in schwierigen Situationen kann man oft gar nicht so das zugreifen, was im Kopf ist. Da ist oft im Kopf gar nichts in einer schwierigen Situation. Aber das, was im Herzen ist, das kommt dann raus. Und das, was wir tief im Herzen glauben, das ist das eigentlich, was unser Leben bestimmt. Weil das, was wir tief im Herzen haben, das drücken wir auch aus, das tun wir, das denken wir. Und diese tiefen Sachen im Herzen, die wissen wir oft gar nicht. Aber die kommen dann in schwierigen Situationen eben hervor. Und wenn man im Glauben wächst, und da ist das Wort Gottes die einzige Möglichkeit dazu, das Wort Gottes in unser Herz zu bringen. Und Reverend Mark hat es jetzt in dieser Glaubenslehre, die in Litauen gelehrt wird, deutlich gesagt, also wir müssen das Wort Gottes in uns reinbringen. Das, was Gott sagt, müssen wir in uns reinbringen, weil wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und wir sind sozusagen auch geschaffen, dass wir Gottes Worte aussprechen. Das heißt, Gottes Wort aufnehmen und aussprechen. Und je nachdem, wie stark unser Glaube ist in das Gotteswort, das heißt, wie tief das in unserem Herzen ist, können wir es auch mit Glauben aussprechen. Und am Anfang ist es oft so, dass wir versuchen, Gottes Wort auszusprechen, aber da ist nicht wirklich Glauben dahinter. Kennt ihr das? Und es fühlt sich dann komisch an. Ich sage was, was im Wort Gottes ist, aber irgendwie ist es komisch. Aber das macht nichts. Das darf sich ruhig komisch anhören, weil wir fangen ja an zu glauben. Das geht ja nicht. Glauben wächst. Und deswegen müssen wir es immer wieder hören. Und wenn wir es von anderen nicht hören, dann können wir es selber sprechen. Du hast einen Mund und du hast Ohren und du hast Gottes Wort. Und das macht nichts, wenn der Glauben noch erstmal nur im Kopf ist. Aber da kommt auch das zum Zug, dass Glauben und Treue sehr viel damit zu tun hat. Wenn du anfängst, das immer wieder zu sprechen, das erreicht oft eine Bibelstelle, und du treu damit bist, dann entsteht Glauben. Und wenn du es von dir selber hörst, du kannst es ja so oft sprechen, wie du willst. Also das ist der Mechanismus, den kann uns niemand abnehmen, den kann Gott uns nicht abnehmen, den müssen wir selber tun. Also wir müssen anfangen, sozusagen das Wort zu glauben, in unser Herz zu bringen und dann auch aussprechen. Das ist ganz wichtig. Sonst wird es nichts. Und das ist dann so, wir werden vertraut mit Gottes Wort. Und es geht tiefer in unser Herz. Wir lesen es wieder, wir hören es wieder, wir sprechen es wieder. Und dann kommt es einfach tiefer. Und dann kommen auf einmal Situationen in deinem Leben, wo auf einmal was anderes in dir hochkommt. Das kommt, das Wort Gottes, auf einmal in der Situation und steht in dir auf. Das ist dann, wo du denkst, was war jetzt das? Da steht in dir das Wort Gottes auf.
Und das ist dann das, was schon im Herz ist. Und das brauchen wir für verschiedene Situationen. Und jeder Mensch ist anders da, komplett. Und jeder Mensch jeder Mensch hat auch eine Schwäche. Jeder Mensch hat irgendwo eine Schwäche. Das ist so. Jeder Mensch hat seine eigene Schwäche. Und dort muss er anfangen, nicht dieser Schwäche nachzugeben, sondern mit dem Wort Gottes dagegen zu halten. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du in irgendeinem Bereich schwach bist, wo du merkst, oh, da kann ich leicht getroffen werden oder da kann ich leicht versucht werden. Wisst ihr, was ich meine? Eine Schwäche. Und das kannst du überwinden mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat für jedes Problem eine Lösung. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich im Glauben schon gewachsen bin, aber was ich jetzt mal gemerkt habe, ist, also mir ist es wirklich dann auch passiert, wenn ich mich in den Finger geschnitten habe, dann habe ich das Wort, was man normalerweise sagt, oder das rutscht einfach raus. Und mir ist es dann irgendwann aufgefallen, dass es nicht gut ist. Und es hilft ja auch nichts zur Heilung, wenn ich jetzt fluche, sage ich mal. Und ich habe mir gedacht, versuch einfach mal, dass du gar nichts sagst. Und dann, irgendwann ist mir das gelungen, dass mir irgendwas, ich bin ja Hausmeister und ich habe viele Dinge, die ich bewege. Und wenn man nicht aufpasst, schmeiße ich Flaschen um, die müssen oft auf einen Rollwagen, die leeren Flaschen in den Aufzug. Und wenn er nicht aufpasst und bleibt das Rad von dem Rollwagen in der Kante von dem Aufzug hängen, dann fällt das Ganze um und dann ist man versucht, irgendwas Schlechtes zu sagen. Und alle in der Firma, wenn irgendwo was passiert, jeder flucht. Das ist überall so. Also an die kann ich mich nicht halten. Also ich muss da irgendwas anders finden. Und dann, irgendwann bin ich mal dahin gekommen, dass ich nichts mehr sage. Also es fällt irgendwas um und ich sage nichts. Ja. Und jetzt komme ich schon langsam dorthin, dass ich mir anfange und sage, das Werk meiner Hände ist gesegnet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann das, was eigentlich rauskommen muss aus unserem Herzen. Denn die Bibel sagt da in der Bibelstelle, dass unser Herz praktisch es soll eine Quelle sein, wo nur noch Gutes rauskommt, nicht Gutes und Schlechtes. Also eine Quelle, es gibt entweder eine Quelle, die bringt süßes Wasser oder es bringt bitteres Wasser. Und es heißt, dort muss man sich irgendwie halt trainieren. Ja. Genau, also das zu dem. Also, und eben was im Herzen drin ist und was dann rauskommt, das kommt oft raus, wenn eine schwierige Situation ist oder man in schwierigen Umständen ist. Und wenn jetzt jemand noch nicht errettet ist, ja, dann wie soll ich das sagen? Also wenn jetzt ein Mensch reich ist und hat alle Vorzüge dieser Welt, dann kommt er ja gar nicht an das Problem ran, sozusagen, dass er Erlösung bräuchte. Ja? Er ist praktisch ein anderer im Gegensatz, der
der arm und krank ist, der sage ich mal, kommt in die Situation, Halleluja, Herr, hilf mir, den richtigen Weg zu finden. Halleluja. Also das war jetzt eine Bibelstelle, aber in die kann ich nicht reingehen. Ich weiß nicht warum, geht nicht. Aber wir sind ja hier beim Lernen. Halleluja. Also ich gehe nochmal zurück auf die Bibelstelle. Also wir haben die Bibelstelle in Römer 10, Vers 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man. Genau, also das Herz ist der Ort, wo der Glauben dann letztendlich auch verankert wird. Das ist das Herz. Und wartet ruhig, es kommt. Ich bin mir ganz sicher, ich bin ganz fest im Glauben. Man darf nur nicht in Furcht geraten, man muss einfach im Glauben bleiben. Ja, Halleluja. Halleluja. Ja, und das ist das, wenn man hier steht, dann man muss den Weg finden. Und es ist so, wenn man ein Stück weit versucht, den eigenen Weg zu gehen, funktioniert es nicht. Und das ist so das Suchen nach dem, was Gott sagen möchte. Und das muss man auch lernen. Das ist, wie soll ich sagen, man hätte gerne. Also heute hätte ich auch gern die ganze Botschaft gehabt, aber ich konnte nicht wirklich was vorbereiten, aus irgendwelchen Gründen. Also ich habe mich vorbereitet, aber ich konnte nicht in die Botschaft. Manchmal bereitet man sich vor, man hat die ganze Botschaft, und manchmal bekommt man halt eine Glaubensprüfung, dann muss man sich auf Gott verlassen. Und das ist der Punkt, wo man dann auf sein Herz vertrauen muss. Und der Kopf ist oft versucht, die Führung zu übernehmen. Und der Glaube kommt einfach aus dem Herzen. Er kommt aus dem Herzen. Und der Versuchung muss man widerstehen. Und das, was im Herzen auf alle Fälle ist, das kommt hervor in Schwierigkeiten. Und die Frage ist es bloß, ist es Gottes Wort in deinem Herzen, das hervorkommt, wenn du in Schwierigkeiten kommst? Oder
ist es irgendwas anderes, was nicht auf Gott und seinem Wort gegründet ist. Weil alles andere, was nicht auf Gott und seinem Wort gegründet ist, das bringt dich nicht wirklich sicher durch diese Schwierigkeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes in unser Herz reinbringen. Und es geht einfach nur, dass man es immer wieder hört. Es ist so, wir müssen das Wort Gottes immer wieder hören. Ich kann eigentlich nicht jetzt von diesem Weggehen irgendwelche anderen Schriftstellen. Und also das Wort Gottes, sagt die Bibel auch, ist ein Richter unserer Gedanken. Also wenn wir im Wort Gottes lesen, da kommt Klarheit in unser Innerstes. Oft wissen wir nicht, was in unserem Herz drin ist oder wie es in unseren Herzen aussieht. Und es ist ja nicht, sage ich mal, Gott will das in Ordnung bringen. Gott will diesen felsenfesten Glauben in uns einpflanzen, der uns durch nichts erschüttert, also dass wir durch nichts erschüttert werden können. Das ist Gottes Ziel. Er will uns fest im Glauben machen. Und was auch ganz wichtig ist, sind Glaubensgeschwister. Und wenn ich jetzt auf die Raffaela als Glaubensschwester schau, also auch als Reverend, als eine Mitträger des Dienstes oder ein Referent mag, dann ist es für Gläubige so wichtig zu schauen, was die für einen Glaubenskampf kämpfen. Und dort können wir viel lernen. Also aus diesen, das, was andere kämpfen im Glauben. Da kann man viel lernen. Und gerade diese auswegslosen Situationen, die so scheinbar auswegslos sind, wenn alles toll läuft, dann kann man, klar, einfach glauben. Aber was ist es, wenn es nicht gut läuft? Was ist dann? Und dann kann man auch den Kopf in den Sand stecken oder kann wegschauen oder kann sich mit irgendwelchen Ablenkungen. Aber wir haben einfach, uns ist auch was an die Hand gegeben, das wirklich funktioniert. Das Wort Gottes funktioniert. Gottes Wort funktioniert. Das funktioniert. Wir brauchen es bloß zum Funktionieren bringen. Das ist es. Also es funktioniert nicht von alleine. Und ja, ich kann nicht in irgendein anderes Thema gehen. Das war meine Botschaft heute. Weiter kann ich nicht gehen, irgendwo anders. Aber muss ich ja nicht. Und ich denke, das Zentrale, was ich sagen sollte, ist rausgegangen. Und ja. Ich schaue jetzt noch, ob irgendwas kommt.
Ja, ich glaube, das war's. So, preis den Herrn. Danke euch, dass einfach ihr hier wart heute. Ich wünsche einen guten Abend, einen guten Nachhauseweg. Bleibt dran im Glauben, bleibt am Wort, denn das bringt Zuwachs in ganz, ganz vielen Dingen. Und auch im Glauben. Amen.